ihr wisst, habe ich immer die verrücktesten, teilweise dümmsten Ideen, die es überhaupt gibt. Und so wollten wir an diesem Tag mit dem Fahrrad in ein Lost Place rein, wo überall Glas liegt. Der Reifen hätte kaputt gehen können, es hätte alles schief gehen können. Aber wir wollten uns dem Abenteuer stellen. So Leute, wir sind jetzt hier mit dem legendären Just am Start. Und wir sind jetzt hier bei einem Lost Place und wollen das ein oder andere Bild machen. Für Instagram folgt mir da sehr gerne. Aber da kommt man rein, oder? Man kam hier auf jeden Fall rein. Man kam hier rein? Ja. Digga, die haben ja alles irgendwie zugemacht, ne? Hier war alles offen eigentlich. Was ist das für ein Fahrrad? Alter, also... Bike oder was? Wer ein Fahrrad vermisst, Ja. Na gut. Hier passt du doch unten durch, oder? Oh je. Also hier hast du... Ah, hier passt man doch locker durch, Digga. Wir ja. Aber das Bike. Das Bike. Oh, ich bin fett geworden. Jawohl. Oh, da ist die Helm drin. Oh ja. Ist heute etwa ein Face-Reveal? Ein Face-Reveal, natürlich. Jetzt sind wir am Arsch. Das passt niemals durch, Bro. Guck mal. Ja. Oh mein Gott. Ja. Oh. Alter. Ey, als ob das durchpasst. Was hab ich gesagt? Digga, wie? Wie? Das, was jetzt kommt, damit hätte niemand gerechnet. Über dieses Lost Place gibt es viele Mythen. Und Insider sagen, es war mal eine Munitionsfabrik. Es wird öffentlich nicht so betitelt, aber Insider sagen, dass das Ganze mal eine Munitionsfabrik war. Angaben ohne Gewehr, aber dass da irgendwas nicht stimmt, das haben wir beide direkt gemerkt. Alter, wie also, riesig ist das hier? Also im Internet steht, ja? Das ist ein altes Chemiewerk. Ein altes Chemiewerk? Laut Internet. Unserer Vermutung und unsere Informationen von Anwohnern, die hier seit Jahren wohnen, war das eine Munitionsfabrik. Oh. Ah, okay. Das kann ich sogar wahrscheinlich eher bestätigen, weil wir als Kinder die ersten paar Mal waren, haben wir auch noch sehr viele Munitionshülsen gefunden und tatsächlich auch Granatenhülsen. Oh je. Also weißt du, jeder weiß, wie eine Granate aussieht. Die komplett ohne Griff, oben also nur die Hülse. Ja. Hast du hier auch gefunden. Das ist alles so riesig. Guck mal, das ist gefühlt eine ganze Stadt. Hier gibt es so viele Gebäude. Das Ding ist, hier liegt auch in den Gebäuden überall Glas, deswegen kann man hier nicht so mit dem Bike rein. Direkt nebenan ist auch eine Polizeiwache. Überall sind Löcher. Das hier unter, hier drunter, ist alles verhüllt. Also hier ist ein Bunker drunter. Alter, überall ein Bunker. Bunkereingang, den gibt es auch, der ist aufgeschweißt. Alter. Aber da, da muss ich ehrlich sagen, der Bunker ist aus der Nazizeit. Der Bunker aus der Nazizeit, also perfekt. Es sind da noch Ziegelsteine, die eingemauert sind, wo richtig das verbotene Symbol, auf gut formuliert, echt richtig reingestanzt wurde. Also richtig der Ziegelstein mit diesem Digga. Und man sieht hier, gibt es echt so viele Gebäude. Das ist gefühlt eine kleine Stadt. Ich muss schon sagen, das war ein sehr krasses Gefühl, auf so einem riesigen Gelände, was komplett verlassen ist, rumzulaufen. Und dann kamen die auf die dumme Idee, haben uns getrennt und ich bin da alleine rumgeirrt. Alter, ich fahre hier einfach mal rein. Ohne Licht, ohne nichts. Alter. Ey, hier ist aber auch schon wieder alles voller Glas, ne? Jo, Digga. Das Ding ist, hier sind noch keine Fenster. Also es hat bestimmt mal jetzt so eine Art Luftschutzbunker fungiert. Alter. Junge. Was ist denn alles? Hier ist einfach so ein alter Dachboden und so Zeug. Ey, alles voller Glas. Das ist einfach nur Glückssache, dass ich jetzt keinen Platten bekomme. Hier geht's auch noch so weit weiter. Ach komm, Jungs. Ich gehe einfach mal rein. Wenn jetzt irgendein scheiß Jumpscare kommt, dann raste ich aus. Hier gibt es Sicherungskasten. Junge, wie groß, Alter. Da ist irgendein Fass. Das war nicht mal geplant, dass ich hier reingehe. Und vor allem jetzt bin ich auch alleine. Just ist jetzt woanders. Was ist das alles hier, Junge? Das ist so riesig. Und hier sind echt überall Löcher. Irgendwelche Luftschutzbunker, Eingänge vielleicht von damals oder so. Meistens sind zu. Es gibt noch zwei, drei Eingänge, die sind komplett offen. Wir waren auch schon unten drin. Hä? Da ist ein Kreuz? What the fuck? Junge, was ist jetzt? Wieso liegt da ein... Wieso, was? Ich tippe auch stark auf Musikvideo. Ein Kreuz und ganz viele zerrissene Bibelseiten.
Ja, und Rosen. Feuer wurde hier, glaube ich, auch gemacht. Und Rosen. Alter, ey, Leute, wenn ihr das irgendwie wiedererkennt und irgendein Musikvideo hier abgedreht wurde, was ihr gesehen habt, dann schickt mir das. Das wäre extrem interessant. Warte, ihr versteht das nicht. Ihr müsst euch das vorstellen. Wir gehen rein in diese riesige Lagerhalle. Und was wir sehen, ist einfach ein Kreuz. Irgendwelche Blumen auf dem Boden. Das war wie in einem schlechten Film. Wo ist der Jumpscare? Einfach krank, ey. Das kann man nur verstehen, wenn man da gewesen ist. Kranke Location, Alter. Bitte vor, jetzt kommen Leute, um Musikvideo zu drehen. Ja, wäre cool. Wir dürfen bloß nicht zu nah ans Fenster. Warum? Gegenüber ist direkt eine Polizeistation. Oh, perfekt. Als wir da so lang gelaufen sind, Grüße an Justin, hat er mir eine Story erzählt, wie ein Videodreh fast schief gegangen wäre. Krass. Hier kann ich dir vielleicht sogar noch das Video raussuchen, wenn mir nochmal einfällt, wie das heißt. Diese lange Metallstange, die du jetzt so schräg hier drüber siehst. Ja. Die war so hier drüber. Ja. Und hier war Feuer. Also hier haben wir Benzin hingekippt. Ja. Kontrolliert mit Feuerlöscher, alles gut. Und haben das angezündet. Das Problem ist aber einmal sehr stark gewesen, dass wir halt gesagt haben, das Feuer soll länger bleiben, haben mehr Benzin hingekippt und du siehst, hier ist eine Rille. Ja? Oh je. Benzin ist Alter. Ins Wasser gelaufen. Und was macht das Benzin? Das vermischt dich nicht mit Wasser. Das schwimmt oben. Das schwimmt oben. Künstler steht da, wir sagen alle ready, alle ready, alle ready, zünd das Feuer an. Gibt es erstmal natürlich eine große Flamme, weil halt alles mit einem Moment hin wird und du siehst nur, wie in diesem Gleis das Feuer hingeht und das Wasser und komplett vom Wasser nach komplett rechts und links so ein Schwan, also nicht, der hat nicht dauerhaft gemacht, sondern so sich bewegt mit einem Mal, komplett übers Wasser und der Künstler mittendrin. Alter. Er sieht das auch nur und springt erstmal zur Seite, wäre super geiler Shot gewesen, aber leider nicht stattgefunden, weil er weggezogen ist. Aber kann ich verstehen, ich glaube, sein eigenes Leben geht ihm vor. Ich glaube auch. Junge, ich will das hier mal öffnen. Was gibt's hier? Junge. Alter, also ich wäre schon mal bei einem Lost Place, aber von der Größe her ist das echt eine ganz andere Sache. Komplett andere Nummer. Digga, hier hängen die Kabel von der Decke. Ey, wieso ist das hier alles so riesig? Oh. Okay, ich gehe mal lieber zurück zu meinem Bike, weil vorhin haben wir hier auf dem Gelände jemanden rumlaufen sehen. Dann schauen wir einmal weg, blinzeln einmal. Und der Typ ist vom Erdboden verstuckt, deswegen, ich will nicht so gerne hier Sachen alleine rumstehen lassen. Freiheit. Ich bin wieder in der Freiheit. Jetzt werde ich hier nochmal fahren. Ist auch echt schon alles hier voller Schnee. Ah, wer ist denn da? Ein Krimineller. Da ist ein Krimineller. Oh nein, der Kriminelle rennt weg. Wir müssen ihn aufhalten. Digga, das ist ja viel, viel größer, als man das vermuten kann. Ja. Alter, ey, was glaubst du? Wie viele Häuser sind das? Naja, da, wenn du die abgebrannten zählst, die letzten... Abgebrannte Häuser gibt's ja auch. Also hat hier riesenfett gebrannt. Ich kann gucken, ich glaube, wir waren random gerade hier im Park und haben sogar eine Drohnenaufnahme von gemacht. Vor allem verrückt ist, ja, wir sind hier lang gelaufen und nachdem wir hier lang gelaufen sind, ist hier anscheinend ein Auto lang gefahren, wie man dem Reifenspuren entnehmen kann. Also das ist mir alles irgendwie nicht ganz koscher, es war auf jeden Fall trotzdem interessant. Also hier einen Bunnyhop rüber machen. Im Sommer. Im Sommer, ja. Ganz kleine Unterbrechung im Warmen, es ist... echt nass und kalt draußen und wenn man nicht aufpasst, dann wird man so schnell krank, das ist nicht normal. Und so viel zu wenig YouTuber sagen das ihren Zuschauern. Also man muss ja immer gute Werte vermitteln und ich sag euch eines, Ernährung ist extrem wichtig. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich Prosis, mein Kooperationspartner, habe. Da gibt es alles zur gesunden Ernährung, Supplements, alles mögliche, alles was ihr braucht. Und ja, man kann sich nicht immer gut ernähren, es muss auch mal hier ein paar Snacks geben. Meine Empfehlung, die Riegel von Prosis sind geisteskrank, die schmecken unnormal. Also ihr müsst die probiert haben und ich bin mir sicher, ihr werdet die nochmal kaufen. Weil jeder, der die einmal probiert, der kriegt nicht mehr genug davon. Ab und zu ist auch mal gut, ab und zu muss man sich mal gönnen. Schaut euch das an. Yo, Alter, wenn das nicht krass aussieht. Es schmeckt halt wirklich so unnormal und schaut einfach mal vorbei bei Prosis, ist für jeden was dabei. Und mit dem Code NOHIN kriegt ihr auch noch gut was an Rabatt. Checkt's jetzt ab, Link in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's wieder raus in die Kälte. Alter, wenn ich hier reinfallen würde. Und. Wow. Oh, wo ist das Loch? Ah, da. Das ist so klein. Oh je. Digga, das passt da wirklich nicht mehr durch, glaube ich. Ja, wie haben wir das denn gemacht? Ich will einfach mal das Bike erst rückwärts rausmachen. Safe? Ach, ja. Nee, wir hatten es vorwärts gemacht. Ja, so, dass das Bike so rum reinfahren. Warte. Digga, wie haben wir das gemacht?
Willst du mich verarschen? Lenker eindrehen. Ja, wie eindrehen? So oder was? Und jetzt? Durchschieben. Ja, durchschieben. Das Reifen, der Reifen muss doch durch. Ja. Ach komm, Digga, du verarschst mich doch hier gerade irgendwie. Oh, ja, Minjek! Kipp das Fahrrad doch einfach mal mit selbst Reifen. Ja! Hier! An alle, die nicht an mich geglaubt haben. Ich hab's immer noch nicht geschafft. Ah, Junge! Oh. Ey, nimm's doch, Junge! Es ist doch schon draußen. Ja? Nimm! Ich hab mich auch ins Film. Hör auf! Du bringst mich um meine Nerven. Mach hin, Digga! Ist dir nicht warm? Ist doch warm. Oh. Absolut verrückt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Das war krank. Macht es nicht nach. Vor allem, wir hätten ja alles Mögliche einatmen können in unsere Lunge. Man weiß nicht, Asbest kann ja alles da sein. Ist ja alles eine Ruine. Macht's auf gar keinen Fall nach. In dem Sinne war es das mit dem Video. Haut da rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.